Brüssel, Zentrum europäischer Macht. Von hier aus fließen jedes Jahr rund 150 Milliarden Euro in die Mitgliedsländer. Es wird kaum kontrolliert, wie das EU-Geld verwendet wird. In Ländern wie Ungarn, Tschechien und Rumänien versickert viel Geld in den Taschen der Machtelite. Wir sollten darüber entscheiden, wie wir das Geld verwenden. Ich rede nicht über Geschäftliches. Schaden EU-Gelder der Demokratie. Die EU-Förderung befördert in manchen Mitgliedstaaten den Rückbau von Demokratie. Drei Länder, drei Männer. Dreimal Macht, auch dank EU-Geld. Tschechien, Ungarn und Rumänien haben etwas gemeinsam. Sie bekommen Milliarden aus Brüssel. Ihre Mächtigen nutzen das Geld für ihre Zwecke, oft auf Kosten europäischer Grundwerte. So wie Andrej Babiš, Ministerpräsident und einer der reichsten Männer des Landes. Wir fahren in die Hauptstadt Prag. Hier ist Babiš in einer Doppelrolle. Als Regierungschef gestaltet er die Rahmenbedingungen. Als Unternehmer nutzt er sie aus. Mit Erfolg, wie wir im Supermarkt merken. Aktivisten haben eine App entwickelt, die zeigt, hinter welchen Produkten Andrej Babiš steckt. Vom Feld bis auf die Gabel produziert er alles. Babiš steckt hinter einer Menge Firmen. Und die EU stützt diese mit Millionen von Euro. Wir treffen Lukas Wagenknecht. Er war früher Babischs Finanzstaatssekretär. Heute ist er in der Opposition. Er beobachtet, wie Babiš, seit er in der Regierung ist, die Regeln so verändert, dass sie seinem Firmenimperium nutzen. Er stelle das Geschäft über die Politik. Das Gefährlichste, er hat nun die Macht, die Regeln zu ändern, die Gesetze. Vorher waren sie nicht in seinem Einflussbereich. Deshalb ist er einmal beim Betrug erwischt worden. Noch als Unternehmer war Babiš in einen Betrugsskandal verwickelt. Das Hotel Storchennest bekam von der EU um die 1,6 Millionen Euro Fördergelder. Babiš täuschte vor, das Hotel sei ein eigenständiges Kleinunternehmen. Doch tatsächlich gehörte es zu seinem riesigen Firmenimperium Agrofert. Agrofert umfasst hunderte ineinander verschachtelte Firmen. Man nennt Andrej Babiš deshalb schon den Trump Tschechiens. Mittlerweile hat er die Firmen zwar in Treuhandfonds überführt, doch er selbst ist der einzige eingetragene Nutznießer. Wir stellen fest, seit Babiš in der Regierung ist, verdoppelten sich fast die EU-Gelder für seine Unternehmen. Großunternehmen bekamen immer mehr Geld aus Fördertöpfen, die von der EU eigentlich für kleinere vorgesehen sind. Seine Firmen gehörten wiederholt zu den erfolgreichsten Antragstellern. Beispiele: Rund 3,7 Millionen Euro für die Industriebäckerei Penam. Rund 3,7 Millionen Euro für die Hühnerfleischproduktion Vodnjanska Drubež. Rund 3,6 Millionen Euro für die Wurstproduktion Kostelecké Uzeniene. Alles legal, auch weil Babiš dafür sorgte, dass die Regeln geändert werden. Agrofert will nicht mit uns sprechen. Wir treffen den Aktivisten Milan Eibel am Konzernsitz von Agrofert. Gleich gegenüber ist die Zentrale der Babiš-Partei Anno. Agrofert macht eine Menge Geld und ist sehr erfolgreich. Und die Partei Anno ist eine große Partei wegen Agrofert. Ohne Agrofert gäbe es die Partei nicht. Eibel arbeitet für Transparency International. Er warnt vor den vielen Agrofert-Leuten auf tschechischen Regierungsposten. Er fürchtet, dass die Republik Untertan des Unternehmens wird.
Wir erleben hier, wie ein Staat gekapert wird. Andrej Babiš und seine Vertrauten sind an den Schaltstellen der Macht. Ihre Strategie? Sie treffen in den Institutionen keine logischen Entscheidungen, sondern gehen nach persönlichen Kriterien vor. Immer loyal zu Andrej Babiš. Die Interviewanfrage an Andrej Babiš bleibt unbeantwortet. Wir reisen deshalb zum Osteuropa-Gipfel mit der Kanzlerin. Aber auch auf Nachfrage. Nichts dazu, ob er Geschäft und Politik trennen wird. Von stärkeren Kontrollen oder mehr Macht für Brüssel will er jedenfalls nichts wissen. Wir stellen uns eine andere Verteilung der EU-Gelder vor. Keinesfalls akzeptieren wir weniger Mittel der EU. Wir sollten darüber entscheiden, wie wir das Geld verwenden. Brüssel. Wer hat eigentlich das Sagen über die EU-Gelder? Über etwa 150 Milliarden Euro pro Jahr. Die Nationalstaaten kontrollieren sich vor allem selbst. Die Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf hat gerade mal 200 Ermittler. Für mehr bekommt der Haushaltskommissar kein Geld von den Mitgliedstaaten. Günther Oettinger hat nun erstmals Zahlungen an Agrofert eingefroren, bis Babiš sich entscheidet, Politik oder Geschäft. Amtsträger müssen Interessenkonflikte vermeiden. Das gilt für Kommissare und gilt für Minister oder Regierungschefs. Und genau dies fordern wir ein. Aber Tatsache ist, dass im Augenblick in Tschechien weiter ausgezahlt wird. Die nationalen Behörden zahlen weiter aus. Ich kann einem Nationalminister nicht verbieten, was er macht. Ob er denn kein Geld von uns bekommt, ist unsere Angelegenheit. Das heißt, der tschechische Steuerzahler steht dann am Ende für die Geschäfte seines eigenen Premiers gerade. Das mag sein. Wir sind nicht die Aufsicht der nationalen Ministerien. In